Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Mit mir, dem Tante Dünner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind wieder zurück mit dem mächtigen Byzanz. Und heute kämpfen wir gegen die Franzosen und werden heute das Heilige Römische Reich auflösen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Wir laufen als erstes mal vielleicht noch gerade einmal durch diese Landschaft hier durch. Nachdem unsere Truppen ja exiliert sind. Wir tun mal so, warte mal, lauf mal hier hin. So, damit wir uns hier ein bisschen umschauen können. Und den Burschen hier, den müssen wir gerade mit hier hin. Und wir fackeln jetzt auch gar nicht lange rum. Wir erklären jetzt Dithmarschen den Krieg. Das wird dazu führen, dass Verden mit reinjoint. Frankreich auch als Verteidiger. Das Reich ist Frankfurt, Brabant und Lüttich. Wir nehmen aber noch Brandenburg und Böhmen mit. Wir gehen da natürlich nicht alleine hin. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir da heute zu sehen bekommen. Im letzten Teil haben wir nochmal ein paar Gebäude gebaut. Die Festungen hier, die sind mir eigentlich alle erstmal noch relativ wumpe. Vielleicht werden wir bald nochmal ein paar Festungen ausbauen, aber so schnell auf jeden Fall mal noch nicht. Ich muss außerdem mal gerade gucken, du kannst mir mal die Beziehungen mit Russland nochmal ein bisschen verbessern. Immer noch 0% Freiheitsstreben, so muss das sein. Ne? Guck dir das Russland hier an, ne? 0% Freiheitsstreben, das ist doch fantastisch. Das ist eingefärbtes Ödland, okay, gut. Boah, ne, das wird super, ey. Dann können wir sogar noch Kaiser von China werden. Heidewitzka. Okay, gut. Lassen wir das mal außen vor. Wir koren gerade auch noch ein paar Provinzen. Ich zeige mir gerade nochmal mein Flottenlimit. Das ist bei 187. Dann bauen wir nochmal 5 schwere. Und, weiß ich nicht. Mach mal 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nee, Moment. Stopp, halt. Ich dachte, wir hätten, es wären 100. 77, da kommen 1, 2, 3, 4, 5, haben wir 10, machst noch 3 Stück, dann haben wir 20, das ist so eine runde Zahl. Und dann machst du mir noch, dann machst du mir hier noch 2 Galeeren rein, da haben wir da eine runde 100, das ist doch eine super Sache, ne, oder? Gut, Flotte ist also auch gleich da und ist da eine Festung drin? Sieht nicht so aus, ne? Ne, das ist gut, ne? Dann kümmern wir uns, glaube ich, als erstes um die Portugiesen. Ist schon auf dem Weg rüber, ne? Das ist super. Du gehst direkt nach Lissabon. Okay, pass auf, geh erstmal hier hin. Bis die Leute alle reingerufen wurden. Du läufst direkt hier rüber. Und dann machen wir gleich schnell. Ja, super. So, ich muss jetzt noch Paris kontrollieren und Verden. Dann würde ich mal sagen, Brandenburg, kümmere dich mal bitte um die Hauptstadt hier. Tu mal was dafür, dass du dein eigenes Reich auflösen darfst, dem du noch angehörst, dieses Relikt aus alten Zeiten. Frankfurt, da kann sich mal vielleicht Böhmen drum kümmern und um Dithmarschen, da können sich die Russen drum kümmern. Schöne Sache, ne? Okay. Oh, wir haben einen inkompetenten Verwalter, wir bekommen Korruption. Schade. Portugal ist noch nicht im Krieg mit drin.
So, dann läufst du mal hier hoch. Es kann durchaus sein, dass er noch Portugal hier mit reinruft. Aber das wäre gar nicht mal so wild. Ich muss halt hier nur gucken, dass er, also wo er seine Armee hat. Ich sehe da noch nicht so viel. Oh, wir haben Avignon eingenommen. Sehr schön. Dann tanzen wir mal tout en rond. Und dann kommst du auf das Schiff. Und fährst mal hier nach Montpellier. Ah ja, okay, gut, jetzt ist auch Portugal mit drin. Okay, pass auf, dann einmal schnell hier drüber rutschen über die portugiesische Armee. Dann kannst du so laufen. Haben die, die haben ansonsten nur noch überwiegend Kolonien, ne? Alles klar. Ich brauche übrigens Rekrutenreserven. Ich muss dem Adel mal gerade noch irgendwie so 2-3 Provinzen geben. Wo habe ich denn hohe Autonomiewerte hier? Hier. Wir haben jetzt über 70, ne? Ja, das ändert nichts, ne? Ich glaube, über 75 brauchen wir. Provinzen müsste ich ihm denn dann noch geben? Zu viele wahrscheinlich, ne? Boah, Junge. 1-1-1. Und dann gibt es da noch Edelsteine. Schande, Schande, Schande. Wir haben super niedrige Autonomiewerte, ne? Wie ihr hier sehen könnt. Das ist schon... Das ist schon wirklich gut, ne? Da ist ein -10er Modifikator drauf. Der läuft 1706 ab. Dann pass auf, dann gibst du denen noch einen Minister. Und dann holst du dir mal 59.000 Mann. Und den schmeißt du sofort wieder raus. Okay. Ja, 104.000 Rekrutenreserven sollte für diesen Krieg reichen, glaube ich. Ach, lol. Hä? Bremen war das, ne? Oder? Weil Verden war doch schon im Krieg mit drin. Die können ja nicht zweimal in den Krieg damit rein, oder? Schön, genau. Direkt mal die Hauptstadt wegnehmen. Du bitte. Einmal hier Zores machen. Wir haben nur 15 schwere Schiffe. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Da werden die Russen leider ihre Flotte verlieren. Dithmarschen hat ein Bündnis mit Frankreich geschlossen, okay. Wer blockiert meinen Hafen?
fährst in den Hafen von Lissabon. Okay, pass auf, dann fahr du mal schnell hier runter. Wie geil, der hat die Truppen da abgestellt. Das geht, wie es Katzen machen hier, ne? Das Einnehmen der Provinzen. Anjou ist auch down. Also belagerungsmäßig machen die uns nicht so viel vor, ne? Wenn wir jetzt Paris vor Dithmarschen kriegen, dann sind sie, dann ist das Römische Reich down. Also das Heilige Römische Reich Deutscher Nation oder wie auch immer das, ne? Also das HRI, ne? Okay. Frage, Provinzen von Portugal, will ich da welche haben? Ich muss sie noch alle einnehmen, aber ich habe kein Interesse dran. Die haben aber ein bisschen Geld, das ist glaube ich ganz gut. Kriegsreparation ist immer super, das Bündnis mit Frankreich ist mir eigentlich vollkommen egal. Das Bündnis mit Kastilien, das interessiert mich allerdings schon eher. Das hätte ich gerne, dass sie das auflösen. Okay, dann machen wir das nachher platt. Ja. Den holen wir mal zurück. Und dann segelst du nochmal schnell nach Sevilla. Also ich meine, selbst wenn wir da eingeschlossen würden, wir würden diese 100 Galeeren, wir würden... Okay, gut. Es sah gerade so aus, als würde er alle seine Truppen da mit den 42, mit diesen 37 Schiffen, als würde der 37 Regimenter drauf abladen. Da müssen wir natürlich drauf achten. Vielleicht ist das so eine Option, dann nochmal irgendwie ein paar Festungen draufzusetzen. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Junge, ey, diese Belagerungen, die saugen so die Manpower raus, ne? Ich meine, das sind alles nur Belagerungen, ne? Das sind keiner... Wir haben noch keine Schlacht hier wirklich schlagen müssen, ne? Shoot. Der Dreckskerl hat das Ding zurückbekommen. Es wäre so einfach gewesen. Aber ja, mit dem Mauerdurchbruch, da hätten wir schneller... ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe den gesplittet, oder? So, Paris haben wir. Ne, warte mal, das ist meine Return Province. Wie viele Provinzen in Afrika hast du denn in Portugal? Gar keine. Die scheinen nur diese kolonialen Unternehmungen zu haben. Das gehört ihnen auch hier, die Falklandinseln. Das sind immer so Sachen, da muss man ein bisschen drauf achten, wenn man denen die Kolonien ziehen will, ne? Aber
Ich denke mir gerade, ich habe wirklich überhaupt keine Lust, in dieses ganze Kolonie-Gedöns da einzusteigen, ne? Schwierigkeiten so haben anzulegen. Wir schicken mal eine Eskorte aus 12 Schlachtschiffen rüber, um ihm da ein bisschen zu helfen. Aragorn ist ganz schön evil. So. Jetzt holen wir Stade und dann lösen wir erstmal das Heilige Römische Reich auf. Und dann hat sich das auch alles mit diesem Unlawful Territory gedöns. Das ist ein cooler Bug übrigens, ne? Also der kann ja, er kann de facto nicht anlegen, ihm gehören diese Provinzen nicht, aber er tut's trotzdem. Eine witzige Idee, um die KI-Flotten zu retten. Hauen wir mal gerade diese Armee hier aus Lüttich raus. Ist echt so, ne? Der hat die komplette Armee irgendwo in Übersee stationiert. Und jetzt kommt er nicht zurück, weil er Schiss hat, seine Armee zu verlieren. So, wir spielen jetzt noch mal ein bisschen aggressiver. Hier rüber. Okay. Zurück nach Porto. Villeneuve ist hinter uns her. Oder Michel ist hinter uns her. Machen einen kleinen Umweg. Da passiert wieder nichts, denke ich. Ein Befehlshaber ist gestorben. Das ist schade. Welcher war es denn? Ja, ich glaube, es war so ein schlechter. Falsches Reich. So.
So, es kann ja nur ein römisches Reich geben. Oh, wo ist meine Kaffeekanne? Ich brauche einen Reichskaffee im Moment. So, noch einmal abhusten. Kaffee eingeschenkt. Ah, und jetzt, Moment, wir brauchen noch irgendwas. Wir brauchen noch irgendeinen theatralischen Soundtrack dafür. Kingdom of Jerusalem ist jetzt nicht das, was mir hier vorschwebt. Wie wär's hiermit? Nee, das ist zu seicht. Das ist zu seicht. Lord of the Dance, ich weiß nicht. Ah ja, das mag ich gerne. Tension Tunes 7 heißt das Lied. Bezeichnenderweise. Und das ist von Magnus Melander. Da kommt doch noch eine. Kommt da noch eine theatralische Stelle am Ende? Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Ne, ich hab's echt verwechselt. Gib mir einen kurzen Track. Imperious One. Von Johannes Bornlöff. Ah ja, das haben wir ja vorhin schon gehört. Das passt doch ganz gut. So. So. Passenderweise. Es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr. Und damit hat sich das jetzt auch hoffentlich erledigt, dass die KI hier hingeht und ständig irgendwelche Provinzen von uns zurückfordert. Wir haben Chartres erfolgreich erobert. Ja, genau, komm mal hier lang. Nimm die Festung ein. Ich glaube, das ist dann einfacher. Ja, das ist aber die Flotte ohne schwere Schiffe. Hehehe. Sehr gut. Komm du mal zurück. Unterschiedliche Ansichten. Oh ne, Krise, oder? Jetzt verliere ich 8 Punkte Prestige. Das gibt's ja nicht. Unverschämtes Spiel. Also unsere Schiffe sind noch gut in Schuss, ne?
Ja, der hat da oben wohl auch noch ein Schiffchen verloren. Sehr gut. Wir fassen hier wieder die Armee zusammen. Das sollte dann im Idealfall die Flotte sein, die die 22 Rebellen hier in der Provence platt macht. Ach so, ja, vielleicht noch eine Sache, weil das ja auch noch ein paar andere Leute gefragt haben, ne? Wie sieht das aus hier? Warum entlasse ich keine Vasallen und füttere die und so weiter? Also eine Sache ist, Entschuldigung, ich habe schon 5 von 5 diplomatischen Beziehungen, insgesamt davon 4 Bündnisse und eine Herrschaft über den Juniorpartner Russland. Und ich gehe jetzt als nächstes hin, wenn ich meine diplomatischen Ideen entsprechend vorangetrieben habe. Dann kann ich ja hingehen und hier eine Diplo-Richtlinie nehmen, nämlich die hier, Einnahme von Vasallen. Nee, das meine ich gar nicht, Entschuldigung. Ich meine hier, da Kosten zur diplomatischen Annexion minus 20%. Das werden wir wählen als nächstes. Das ist eine administrative Richtlinie. Ich meine, wir haben eine kostenlos bereits genommen und wir haben noch eine zusätzlich, meine ich. Kapschicke der Arti. Lass das mal noch außen vor. Also da bin ich noch nicht so ganz entschlossen. Und wenn wir Russland annektiert haben, das wird ja auch relativ lange noch dauern, aber wenn wir es annektiert haben und wir bekommen dann natürlich halt, also wenn wir jetzt mehr Vasallen hätten, wir müssten diplomatische Macht ausgeben dafür, monatlich, klar, weil wir zu viele Beziehungen hätten. Wir könnten das Bündnis mit der Walachei aufkündigen, aber ich habe schon gesagt, so aus spieltechnischen Gründen finde ich das eigentlich ganz gut, wenn wir das behalten. Denn die Walachei war bisher immer eigentlich, also jetzt so zumindest, schon als Verbündeter ganz brauchbar. Es ist gut, damit wir nicht so leicht Opfer von Koalitionen werden, wenn wir halt Brandenburg und Böhmen noch mit drin haben. Insbesondere, weil wir deren Provinzen auch nicht brauchen. Also insofern spricht hier nichts dagegen, zwei relativ starke Verbündete aufzugeben. Einfach nur dafür, dass man einen Vasall hat und eine zusätzliche Annexion machen kann. Die AE-Punkte bekommen wir so oder so. Ich denke, wir holen uns auf jeden Fall nochmal Vasallen, wenn wir Russland annektiert haben. Und dann, ja, also das machen wir einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Momentan ist es gehupft wie gesprungen. Wir koren eh super günstig, weil wir fast immer Ansprüche auf die ganzen Provinzen haben. Und weil wir so einen hohen Absolutismuswert und so eine hohe administrative Effizienz haben. Oder relativ hohe administrative Effizienz. Da geht natürlich noch mehr hier. Ihr seht es ja hier, wir haben noch eine Stufe, ne, bei Level 27. Also bei der bei 4 weiteren Tech-Gruppen gibt es nochmal einen 10%igen Bonus. Das ist ja so, aber erstmal, also wir koren schon recht günstig, ne? Und ihr seht es also hier, tatsächlich momentan, was wir brauchen, ist Diplomacht. Wir haben genug Admin-Macht, wir brauchen Diplomacht momentan, ne? Also ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen erklären, was da so dahinter steckt, ne? Das ist, ja. Wichtig war es jetzt hier, das Reich aufzulösen, weil das ist ja tatsächlich was, was die Beziehungen zu unseren Verbündeten belastet. Und ich hoffe, das habt ihr, ich hoffe, das habt ihr auch gesehen, dass wir natürlich nicht wollen, dass halt hier zum Beispiel, wollen wir es hier, unrechtmäßiges Territorium, ne, das ist noch bei minus 50, das ist sehr, sehr viel. Haben wir hier übrigens auch, ne, also da, ja, da ist auf jeden Fall gut, wenn wir davon wegkommen, ne, und jetzt machen wir mal hier, jetzt gehen wir mal hin und versuchen die erzürnten Nationen etwas zu beruhigen, weil wir gleich auch wieder viel annektieren werden. Und hier können wir natürlich noch sagen, dass wir uns hier dieser Provinz noch annehmen. Natürlich müssen wir Frankreich im Zuge dieses Krieges auf jeden Fall nochmal schwächen. Okay.
den Diplo-Rap-Fritzen, den habe ich jetzt halt genommen, weil ich nach dem Krieg gerne Russland annektieren würde. Du musst mir übrigens nochmal zeigen. Okay, gut, aber es müsste jetzt gehen. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Provinzen als Russland, was schon eine ziemliche Leistung ist, wenn wir uns das einfach mal angucken. Da fülle ich lieber die Diplomacht. So, hier wollen wir eine sichere Flotte haben. Oh, guck mal da. Da sind die provenzalischen Rebellen sind von Brandenburg vernichtet worden. Okay. Ich habe übrigens eine Idee. Fahr mir doch mal gerade meine Flotte hier rüber. Wir holen uns als nächstes hier Mushasha. Und die 12 schweren Schiffe, die lässt du mir mal hier stehen. Die machen hier vorne mal den Durchgang dicht. Lauf du hier rüber. So, jetzt wollen wir gerne mal wissen, du hättest gerne 3 Provinzen von denen, das könnte ich dir geben. Hast du irgendwo AE mit jemandem? Nö, ne? Dann wäre das doch nur fair, wenn ich dir ein paar Provinzen von denen gebe. Heißt aber, ich kann... Doch, ich kann mit Pferden. Aus einem ganz merkwürdigen Grund... einen Separatfrieden machen. Wer sind denn hier eigentlich noch Kriegsgegner? Lüttich lebt da drüben noch. Antwerpen haben wir auch. Jetzt weiß ich nur nicht... Achso, weil wir Dithmarsch noch nicht haben, deswegen haben wir noch keine 100 Punkte Kriegsstand, ne? Man könnte mir jetzt natürlich hier auch vorwerfen, ja, Gönner mit diesen riesigen Stacks immer zu belagern. Das ist natürlich auch verlustreich, da habt ihr auch recht. Das Ding ist halt nur, ich weiß halt nie, also auf dieser hohen Geschwindigkeit, da muss man halt sowas auch mal mit in Erwägung ziehen. Denn, müssen jetzt auch bald mal die anderen Schiffe fertig werden, ne? So in 100 Tagen oder so, weil ich würde gerne noch die französische Flotte vernichten. Das wäre mir noch ein Anliegen. Genau, also da habt ihr auch auf jeden Fall recht. Aber auf der hohen Geschwindigkeit muss man immer damit rechnen, dass man da irgendwo nochmal angegriffen wird, ne? Und das ist immer ein bisschen doof. So, noch weitere Kriegsgegner hier. Sieht nicht danach aus. Nein. Okay, dann kommen wir hier rüber. Genau, die haben wir bewegt. Wie viel brauchen wir denn noch? Eine Idee kostet mich 390. 1, 2, 3, 4. 1600 minus 40. 1560. Rechtmäßige Forderung minus 50.
packen wir da mal noch einen Punkt drauf. Der ist zwar teuer, aber ist okay. Ach Mist. Ich bin ein Depp. Der ist billiger. Komm, ist egal. Wird sich rentieren. Habe ich mich gut verzettelt hier. Okay. Schauen wir uns mal ein paar Separatfrieden an. Brabant ist auf jeden Fall down, ne? Gib mir mal deine Kohle und Kriegsreparationen. Haha, da sind sie wieder. Lass mal darüber. So, wir werden noch so da mit im Rennen Bremen. Oh, und jetzt haben wir, seht ihr leider nicht, aber die Umdekorierung gerade freigeschaltet. Das Achievement, Redecorating. Ein Metropolit in Rom, da ist es. Sehr schön. Wohin läufst du gerade? Nach Linz, dann fahr du mal nach Treviso. Alter, aber eine Sache schmeckt mir halt echt nicht, ne? Der kriegt das nicht hin, diese Provinz fertig zu belagern. Also Pferden sollte ich, Entschuldigung, Dithmarschen sollte ich schon bekommen, ne? Das ist nicht so gut für unser Business, wenn wir die nicht kriegen. Das sind alles schwere Schiffe, das ist doch gut. Fahrt ihr mir bitte alle hier hin. Hier hin und dann zwei Punkte Korruption abzubauen ist teuer. Zwei Punkte Merkantilismus. Ach, wisst ihr, was ich total vergessen habe? Also momentan 51,72. Die Korruption ist mir das gerade echt nicht wert. Nach Dalmatien. Aha, jetzt endlich haben wir Dithmarschen auch mal belagert. Okay. Frankfurt ist noch nicht down. Jetzt ist Frankfurt down. Warten wir noch gerade, bis die Armee gewiped ist. So. Also Frankfurt. So, wo ist die französische Flotte?
Frankreich, wir wollen deine Flotte sehen. Wo ist deine Flotte? Jage du mal bitte Flotten im Nordatlantik. Kannst du noch ein paar Momente machen? Okay, dann ist da noch ein Haufen Müll dabei. Hessen, Paderborn und Westfalen. Gebe ich Brandenburg und du gibst mir bitte noch Kriegsreparationen. Jetzt würde ich aber noch gerne wissen, brauche ich beide, brauche ich alle drei nicht. Gib mir Brandenburg ein paar Provinzen. Nee, also ich glaube, ich meine, es hört bei Cambrai auf. Also wir müssen so ungefähr das normale Gebiet Frankreichs müssen wir einnehmen. Wir müssen auch interessanterweise hier die Regionen nördlich der Alpen, die die Römer ja gehalten haben eine Zeit lang, die müssen wir auch nicht einnehmen. Da noch ein Punkt drauf. Ja, Portugal holen wir gleich auch aus diesem Krieg raus. Oh, du willst mich jetzt echt veräppeln, ne? Der versucht jetzt die ganze Zeit, diese Flotte hier zu catchen. Okay, doch nicht Puh. Ha, da sind sie doch. Kap Verde. Jawohl. Wir bekommen zur Hochseefahrt schnell, aber die Flotte, die frühstücken war. Portugal, will ich noch irgendwas von dir haben? Du sagst, ich darf nicht. Wahrscheinlich, weil seine Kolonien noch unabhängig sind, oder? Gesellschaftsinseln, aha. Ich wollte gerade sagen, das sind doch alles Kolonien, ne? Das ist schon echt ein bisschen frech, wenn das Spiel von einem verlangt, dass man die Kolonien auch noch alle besetzt. Runter. Ich glaube, ich habe davon vergessen, diese Flotte mitzunehmen. Okay, pass auf, dann, nee, stopp. Komm, wir machen den Separatfrieden. Lass mal die Kriegsreparation außen vor. Das ist ja ein Schnäppchen, ne? Ah, wobei, warte mal, das ist eine Hauptstadt. Das ist ungünstig. Nimm die. Ja, das ist besser.
Vielleicht so, dass ich sie beim nächsten Mal vasalisieren kann. Jetzt muss ich natürlich den Zuschauern recht geben, die sagen, da könnte der Deus Vult Casus Belli gut sein, weil du da dann keine Diplomacht ausgeben musst, ne, für die Späße. Das ist schon nicht ganz so verkehrt. Du kriegst noch einen Spion. Ich will da gerne Ansprüche auf deine Provinzen haben. Lass die mal twerken. Wir haben zwei. Nee, ich brauche keine Kondottiere. Wir haben zwei Billur-Schiffe. Zwei Transen haben wir da erobert. Feindliche Flotten jagen, bitte. Hier drüben. So, Lüttich ist jetzt auch orthodox. Ich finde das ganz gut, bringt Prestige und so, ne? So, und jetzt, das ist jetzt nur noch Frankreich und Dithmarschen, ne? Wollen wir Frankreich noch ein bisschen quälen? Ich weiß nicht. Also wir können uns das halt locker leisten, ne? Es wäre halt super, wenn wir England damit reinrufen können, beziehungsweise Großbritannien, aber die haben keinen Bock da drauf, ne? So toll im Late Game, wenn die Ottos raus sind, ne? Das merkst du einfach sofort. Und wenn du Russland noch hast und Frankreich so halbwegs kontrollieren kannst, Österreich nicht so eine riesen Nation ist, das ist schon echt viel angenehmer zu spielen, ne? Das muss man wirklich sagen. Du bist bald wieder loyal, das ist super. Klar, hol dir mal die Kohle. Für 10 Loyalität ist es echt billig. Alles okay. Wir warten auf jeden Fall, bis Frankreich irgendeine Bauernrevolte oder sowas kriegt. Also... Da sind die Partikularisten. Wir haben eine Nationalistenrevolte in Rom übrigens bekommen. Lauf du mal darüber. Okay, dann können wir jetzt, glaube ich, Frieden machen. Also, Dithmarschen brauche ich nicht. Die Provinzen mit Ansprüchen, die hätte ich gerne. So, das hätte ich eigentlich gerne als Territorium.
Navarra. Hm. Das ist auch die Koalition der Hilflosen, ne? Also ich fände es auf jeden Fall ganz gut, wenn wir ihm halt so ein paar Gebiete abschneiden, ne? Das ist immer eine wichtige Sache bei Frankreich. So, die Auvergne rauszubeißen ist sicherlich auch nicht schlecht. Wobei ich sagen würde... Das wird mir dann wiederum ein bisschen viel. Ja, Bayern ist okay. Ich meine, die machen wir sonst schnell platt. Das Heilige Römische Reich existiert ja so nicht mehr. Ne, das heißt also, wir können da schon mit anderen Kriegskonstellationen rechnen. Wenn wir dir, lass mal ganz kurz durchknobeln. Wenn wir dir alle Küstenprovinzen abnehmen... Kriegen wir 102 Überdehnungen, das ist ein bisschen viel. Dann müsste ich die rauslassen. Ravensburg, Aachen, mit denen haben wir ja noch Waffenstillstände, ne? Und wenn sich da so eine Koalition der Hilflosen bildet, dann könnten wir die auch super schnell plattklopfen. Ne, sowas wie Memmingen oder sowas. Ne, die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter. Ne? Also das können wir hier, glaube ich, schon machen. Wir nehmen Frankreich einfach alle Küstenprovinzen weg. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Achso, ja, und konvertieren wollte ich dich auch noch. Also Waffenschische haben wir mit Frankreich, mit dem Kirchenstaat, mit Mailand, mit Portugal, mit der Schweiz, mit Nürnberg. Also so von den Großen, da wäre nur Österreich irgendwie und Aragorn wären da mit im Rennen. Ey Leute, das schaffen wir auch, das schaffen wir safe. Komm hier, zack, zack, zack. Jetzt kriegen wir hier halt die entsprechenden Mali aufgrund unserer sehr hohen Überdehnung. Da kommen wir aber mit klar. Den schickst du mal bitte hier rüber. So, jetzt holen wir uns noch mal ein paar Ansprüche. Okay. Na, ich meine, das ist unser Rivale. Wir kriegen so viele Punkte dadurch. Du bitte wieder nach Sevilla und du gehst mal gerade hier in den Hafen. Ja, lass die Konvertierung mal noch ein bisschen außen vor.
Ja klar, Leute, ich gehe auch gerne in zwei Angriffskriege rein, aber hallo. Warte mal, wir nehmen seit 56 Minuten auf. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, macht's gut und Pax vobiscum. Wartet.